Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Leben, Wachstum, Erfolg, Fortschritt. Mein Name ist Christian Hettker und ich möchte mit dir heute in die Doppelfolge starten und zwar in den zweiten Teil. Und in dem Sinne gleich einmal reinstarten und zwar schöner Titel gleich zu Anfang: Die Besten sind immer in deiner Nähe. Also, in Beziehungen ist es ja oft leicht, sich auf das zu konzentrieren, was nicht da ist, was man nicht hat oder was man vermisst. Leider vergessen wir dabei, dass die besten Dinge oft genau vor unserer Nase liegen und sind. Nicht nur in Beziehungen, allgemein bei Themen im Leben. Freunde, Familie, Partner und vieles mehr. Sie können uns für den Bereich Beziehung natürlich, geht für alle anderen Bereiche auch im Leben. Freunde, Familie und Partner können uns viel Freude und Glück bringen, wenn wir bereit sind, uns auf sie einzulassen und vor allen Dingen die Schönheit der Beziehungen in unserer unmittelbaren Umgebung und Nähe mehr zu schätzen. In diesem Sinne ist es ja vor allem unglaublich wichtig, sich bewusst zu machen, dass die besten Dinge oft in der nächsten Nähe sind und dass man sie ganz nah bei sich finden kann. In unserem Leben treffen wir ganz viele Menschen. Manche bleiben für immer und andere kommen und gehen. Manchmal suchen wir immer nach der perfekten Person, die uns vollständig macht und die uns mit Glück und Erfüllung segnet. Sozusagen, die uns Glück und Erfüllung bringt. Aber ich möchte mir wirklich abgewinnen, dieses A-Wort zu sagen, denn da kommt immer Gegenwind. In dem Fall sage ich es noch einmal, aber wir vergessen oft, dass die besten Menschen bereits in unserer Nähe sind. Und das sind unsere Familie, unsere Kollegen und unsere Freunde. Es ist leicht, sich von einer Idee einfach mal so mitzureißen, dass die perfekte Person irgendwo da draußen auf uns wartet und vor allen Dingen ist. Wir sehen romantische Filme, Hollywood und so weiter und so fort. Lesen Liebesromane, die uns glauben lassen, dass Liebe nur dann wahr und wahrhaftig ist, wenn wir uns komplett verändern und unseren Seelenpartner uns dann finden. In Wirklichkeit ist es allerdings anders. Das Leben ist viel komplizierter als das. Wir treffen viele Menschen, einige passen besser zu uns als andere. Und der Schlüssel liegt darin, in unseren Beziehungen das Beste aus denen zu machen oder aus das Beste aus ihnen zu machen, also das Beste aus den Beziehungen. Manchmal ist die Liebe schon da und wir müssen nur lernen, sie zu erkennen und zu schätzen. In unserer Familie, in unserem Freundeskreis sind die besten Unterstützer, die wir haben können. Sie kennen uns gut und sie akzeptieren uns so, wie wir sind. Sie geben uns immer wieder Kraft, um uns zu verbessern und uns auf unseren Wegen zu begleiten. Und im Arbeitsleben ist es genauso. Auch im Arbeitsleben gibt es Menschen, die uns inspirieren und uns helfen zu wachsen. Kollegen, Vorgesetzte können immer wieder wertvolle Ratschläge und Perspektiven dir geben und dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Wahrheit ist es so, dass wir nicht auf der Suche nach der perfekten Person immer wieder gehen müssen oder uns immer wieder daraufhin begeben müssen, denn die besten Menschen sind oft schon in unserer Nähe. Wir müssen nur lernen, ihre Qualitäten und ihren Wert viel mehr zu schätzen und sie in unserem Leben besser zu integrieren. Am Ende des Tages geht es in Beziehungen nicht darum, jemanden zu finden, der uns perfekt ergänzt, sondern darum, Verbindungen aufzubauen, die auf Respekt, Vertrauen und gegenseitige Unterstützung basieren. Wenn wir uns darauf konzentrieren, das Beste aus unseren Beziehungen zu machen, können wir überall immer eine erfüllende, glückliche Zukunft mit den Menschen in unserer Nähe aufbauen. Immer. Ich will dir gerne wieder dazu eine kleine Geschichte verraten von Alex, der in der Großstadt lebt. Ich nenne sie jetzt mal Düsseldorf. Wieder mit einer kleinen Lektion, mit einer kleinen, schönen Lerneinheit, die auch du direkt in deinem Leben umsetzen kannst. Also, Alex war ein junger, kreativer Mann,
der in der Großstadt Düsseldorf lebt. Alex war sehr zielstrebig und darüber hinaus war noch ehrgeizig und hatte immer hohe Erwartungen an sich selbst. Er hatte viele Freunde, aber niemanden, der ihm wirklich nahe stand. Ja, und eines Tages beschloss Alex, dass er eine Veränderung in seinem Leben braucht. Er wollte einen neuen Job, vielleicht sogar in eine neue Stadt. Er dachte, dass er nur so sein ganzes Potenzial ausschöpfen könnte. Und er begann natürlich, seine Bewerbungen zu schreiben und sich auf Jobs in anderen Städten zu bewerben. Er war schon fast bereit, sein Leben komplett auf den Kopf zu stellen. Und eines Tages traf er eine alte Bekannte, die er seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Es war Tante Sarah. Und sie hatte gerade ihren Job verloren. Und Alex fühlte sich von Tante Sarah irgendwie interessiert und er fühlte sich von Sarahs Situation angezogen und entschied sich, ihr zu helfen, ihren neuen Job zu finden. Er half ihr, Bewerbungen zu schreiben und stellte ihr seine Kontakte vor. Tante Sarah fand natürlich einen neuen Job und war Alex für seine Hilfe sehr dankbar. Und im Laufe der Zeit begann Alex mit seiner Tante immer mehr Zeit miteinander zu verbringen. Sie unternahmen gemeinsame Aktivitäten und hatten lange Gespräche über Träume und Ziele. Mit der Zeit erkannte Alex immer mehr, dass er das, was er suchte, längst gefunden hat. Und zwar ein Familienmitglied, das er lange Zeit nicht mehr gesehen hat. Seine Tante, die ihm jetzt ganz nahe stand und ihn immer noch mehr unterstützte. Alex erkannte, dass die besten Menschen oft in der ganz Nähe des Herzens sind und auch ganz nah am Leben sind. Und er musste seine Augen nur öffnen und sie sehen. Seine Tante, die immer da war, war jetzt präsenter denn je. Er erkannte, dass er nicht wegziehen oder sein Leben auf den Kopf stellen musste, um glücklich zu sein. Seine Tante war eine wertvolle Bezugsperson für ihn geworden und sie half ihm, sein volles Potenzial zu entfalten, zu entwickeln. Sie zeigte ihm, die stärksten Beziehungen sind oft diejenigen, die in einer unmittelbaren Umgebung sind. Die Familie, Alex entschied sich auch mit seiner ganzen Familie zu wachsen, jeden mehr in sein Leben zu integrieren. Und die Familie wurde ein Herz und eine Seele. Alex hatte erkannt, genau das, was er gesucht hat, war die ganze Zeit vor ihm. Er musste nur lernen, seine Familie zu erkennen und mehr wertzuschätzen. Sehr, sehr schöne Geschichte. Sehr emotional. Insgesamt möchte ich Folgendes sagen. Beziehungen, vor allen Dingen die besten Beziehungen, sind diejenigen, die uns am nächsten sind. Familie, Freunde, Partner, Bekannte, Verwandte, die in unserer Nähe leben, können uns auf eine Weise unterstützen und lieben, die nicht durch Abstand, Raum, Distanz oder Zeit begrenzt sind. Natürlich ist es auch möglich, enge Bindungen zu Menschen aufzubauen, die ein bisschen weiter weg leben. Neue Stadt, anderes Bundesland, anderes Land, anderer Kontinent und so weiter und so fort. Das erfordert allerdings mehr Anstrengung und Kommunikation. Diejenigen, die uns am nächsten sind immer für uns da und sie helfen uns, zu unserer besten Selbstversion zu werden. Wir sollten uns daher unglaublich glücklich schätzen, du und ich. Wenn solche Menschen in unserem Leben sind, wenn wir sie haben und sicherstellen, dass wir unsere Beziehungen mit ihnen pflegen und schätzen. Denn am Ende sind es immer diese Beziehungen, die am Leben eine enorme Bereicherung haben und uns helfen zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. In dem Sinne, die zweite Doppelfolge heute am Sonntag. Ich danke dir vielmals, dass du mir zugehört hast. Setz gern was in deinem Leben um. Komm voran. Nur das Allerbeste soll in dein Leben kommen. Ich wünsche dir eine fantastische Woche. Gib mir gerne eine Bewertung. Leit das weiter an deine Freunde. Schenk mir einen ehrlichen Kommentar. Ich wünsche dir nur das Beste für die nächste Woche und maximale Erfolge. Ciao, Christian.